Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir gehen hier auf einen weiteren Quest zu. Und zwar handelt es sich um, wo alles begann. Sehen wir mal, was er zu seiner Mutter sagt. Mein Kind, du warst so lange fort. Brasidas ist tot. Nein. Deimos erschlug ihn in der Schlacht. Und was ist mit meiner Tochter? Das ist eine gute Frage. Könnte tot sein, könnte noch leben. Gehen wir auf die positive Seite. Cleon schoss Deimos einen Pfeil in den Rücken. Die Wunde sah nicht tödlich aus. Sie könnte noch leben. Malakas, Cleon! Ich töte ihn mit bloßen Händen! Zu spät, Martha. Die Schlange schwimmt bereits am Styx. Meine Familie. Jetzt habe ich nur noch dich. Martha. Es gibt noch etwas, das ich tun muss. Ich muss noch mal zu diesem Berg, wo alles begann. Mein ganzes Leben kämpfte ich und rannte davon. Vor der Vergangenheit oder um zu vergessen. So kann es nicht weitergehen. Mein Herz wurde auf diesem Berg gebrochen. Ich muss diese Nacht hinter mir lassen. Ein für alle Mal. Ich komme mit dir. Ihr Name ist eine Wendung. Es ist, als wäre ich nie fort gewesen. Cassandra! Am Rande der Welt ruft eine Mutter nach ihrem Kind. Rührend. Du benutzt diesen Namen, als würde er mir irgendwas bedeuten. Es ist der Name, den dein Vater und ich dir gaben. War das bevor oder nachdem ihr mich zum Sterben auf diesen Berg brachtet? Es war der Kult. Ich wollte dich retten. Ich tat, was ich konnte. Die Priester sagten, du seist tot. Mir sagten sie, du hättest mich verstoßen. Cassandra, komm zu mir. Wir sind deine Familie. Gehen wir heim. Familie. Heim. Mein Schwert ist meine Familie. Das Schlachtfeld mein Heim. Ich versprach, sie zurückzubringen, Martha. Doch der Kult hat ihren Verstand vergiftet. Du hast versprochen, mich zu Martha zurückzubringen. Du hast mich nicht hergebracht. Warum sagst du unserer Mutter nicht die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Dass ich auserwählt wurde. Dass ich eine Bestimmung habe. Ich bringe Ordnung in diese Welt. Und du bist nur ein Söldner mit einem zerbrochenen Speer. Okay, so, nun kommt die Sequenz, an der wir nun Cassandra überzeugen müssen. Ich hoffe, dass wir hier die richtige Wahl nehmen, sonst muss ich diese Sequenz nochmal neu spielen. Du hast keine Bestimmung. Du bist nur ein Werkzeug des Kults. Gut, dass du das sagst.
Seit wir uns das erste Mal getroffen haben, versuche ich herauszufinden, was du für mich bist. Du bist Unkraut. Du drohst, alles zu ersticken und zu zerstören, was ich gepflanzt habe. Und Unkraut packt man am besten bei der Wurzel. Cassandra! Als ich ein Kind war, fand ich ein Löwenjunges, das in einer Schlinge gefangen war. Ein Freund wollte es befreien. Und dann hörte ich das tödliche Gebrüll seiner Mutter. Ich habe zugesehen, wie die Löwin meinen Freund in Stücke riss. Sogar bei den wilden Bestien schützt die Familie ihre Jungen. Ich liebte dich. Und tu es immer noch. Die du liebtest, ist tot. Und meine Bestimmung ist klar. Du kommst mir nicht in die Quere. Cassandra, hör mich an. Du bist meine Schwester. Damals wollte ich dich schützen, doch ich versagte. Ich versage nicht noch einmal. Er gehörte einst unserem Großvater. Du bist daheim. Ich habe Schlimmes getan. Wie wir alle, Cassandra. Ich weiß. Alexios, warte. Danke.
bist du gewesen, hm? Und Demos haben wir nicht besiegt, sondern wir haben sie befreit. Sie ist jetzt keine Anhängerin mehr von dem Kult. Was gut ist, und ich muss ehrlich sagen, ich hatte etwas Bedenken, dass wir das nicht schaffen, aber es sieht so aus, als wären die Fragen und Antworten richtig gewesen, um sie vom Kult wegzulocken. Mal sehen, vielleicht hat Mutter noch was zu sagen. Ich weiß, du tust, was dein Herz dir sagt, aber du musst deine Familie an erste Stelle setzen. Okay, das hast du schon öfters mal gesagt. Dann beenden wir mal das Video hier.